Die Terrormiliz IS vertreiben und gleichzeitig die Kurden schwächen. Eine Doppelstrategie, die die Türkei heute mit der Entsendung weiterer Panzer nach Nordsyrien verfolgt. Auf Druck der Amerikaner sollen sich die Kurdenverbände Richtung Osten zurückgezogen haben. Gleichzeitig triumphieren die von Ankara unterstützten syrischen Rebellen in der vom IS befreiten Stadt Jarabalus. Allahu Akbar, Allah ist groß. Wir haben sie vertrieben. Siegestrunken ziehen die Kämpfer der syrischen Befreiungsarmee durch Jarablus. Zusammen mit der türkischen Armee hatten sie den Ort in die Zange genommen und den sogenannten Islamischen Staat aus Jarablus vertrieben. Die Stadt war eine der Hochburgen der Terroristen. In diesem Gebäude hinter mir hat der IS Gerichtsverhandlungen abgehalten. Hier wurde gefoltert und hingerichtet. Einige meiner Verwandten starben in diesem Haus. In den Krankenhäusern werden die Verwundeten versorgt. Es sind auffallend wenige. Kritiker behaupten, die Kämpfer des IS wären bereits vorher aus der Stadt geflüchtet. Dennoch, fürs Erste hat Ankara sein Ziel erreicht und den IS entlang seiner Staatsgrenze vertrieben. Doch noch ist die Offensive nicht beendet. Die Türkei führt weiter Panzer und Geschütze nach. Denn im zweiten Schritt soll nun verhindert werden, dass entlang der türkischen Grenze ein zusammenhängendes kurdisches Gebiet entsteht. Die kurdischen Milizen müssen sich auf eine Linie östlich des Euphrat zurückziehen. Für den Moment fühlt sich Ankara als Sieger in diesem Konflikt. Nur ihren Anspruch auf ein eigenes, geschlossenes Gebiet werden die Kurden wohl so schnell nicht aufgeben. Groß ist die Gefahr, dass sich über kurz oder lang die türkische Armee und kurdische Milizen auf syrischem Territorium direkt gegenüberstehen. Türkische Agenturen melden, der Rückzug der Kurden hinter den Euphrat habe bereits begonnen. Doch noch bleibt abzuwarten, wie lange die Vereinbarungen zwischen Ankara und den Kurden tatsächlich halten werden.